Allein schon auf den ersten Metern gefällt es uns echt gut, muss ich sagen. Wir sind jetzt bei schönstem Wetter nach Coronado gefahren und sitzen jetzt hier gerade ganz entspannt am Strand. Genau, das Coronado Hotel, was ihr im Hintergrund sieht, das war mal das größte Hotel der Welt. So schön der Sonnenuntergang hier. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was wir gerade sehen. Schönen guten Morgen aus San Diego. Wir sind jetzt soweit fertig und werden frühstücken gehen. Und danach haben wir uns überlegt, uns zuerst mal den Balboa Park anzugucken. Und da nehmen wir euch jetzt natürlich wieder mit. Wir sind jetzt im Balboa Park angekommen. Und allein schon auf den ersten Metern gefällt es uns echt gut, muss ich sagen. Ist richtig schön hier, die Gebäude sehen richtig cool aus. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal ein Stück in den Park rein und gucken dann mal, was wir alles so sehen hier. War richtig, richtig schön. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Auto. Also ihr findet hier halt einfach nur einen Park mit so Palmen und so. Dann findet ihr halt so richtig schöne Gebäude, wo dann halt auch ein Theater war da. Ganz viele Museen sind hier. Eigentlich auch ein botanischer Garten, der ist aber gerade halt in Renovierung. Und ja, gefällt uns richtig gut. Kostet auch keinen Eintritt, auch keine Parkplatzkosten. Und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Allzu voll ist es hier auch nicht. Was halt auch ganz gut ist. Ich meine, okay, wir sind jetzt auch unter der Woche da, aber trotzdem schönstes Wetter. Und ja, kommt auf jeden Fall auf eure San Diego-Liste. Wir sind jetzt bei schönstem Wetter nach Coronado gefahren und ja, sind jetzt gerade über die große lange Brücke hier gefahren auf die Halbinsel und laufen jetzt hier gerade durch den Park, der schon richtig schön aussieht, am Wasser entlang und wollen jetzt gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Richtung Strand gehen. Dann schauen wir mal, wie es hier so aussieht. Gefällt uns bisher auf jeden Fall ziemlich gut.
Wir sind jetzt weitergefahren, ein kleines Stückchen, eigentlich nur auf die andere Seite von Coronado und sitzen jetzt hier gerade ganz entspannt am Strand, haben im Hintergrund das Coronado Hotel, haben hier gerade auch schon am Strand was gegessen und ja, jetzt wollen wir uns gleich noch den Sonnenuntergang hier angucken. Genau, das Coronado Hotel, was ihr im Hintergrund sieht, das war mal das größte Hotel der Welt mit über 900 Zimmern und ja, steht jetzt auch immer noch hier, ist halt schweineteuer die Nacht. Aber haben halt auch einen mega Strand vor der Tür. Also der Strand ist echt richtig, richtig schön. Dann halt auch mit Sonnenuntergang, die meisten Zimmer auch zum Meer gerichtet, von daher mega schön. Das Einzige, also der Strand hier, der wird auch gesagt, dass das mit der schönste von Amerika komplett sein soll. Ja, man darf hier nicht ins Wasser, weil hier Chemikalien im Meer rumschwimmen können. Und das, ja, weiß auch nicht, was ich jetzt sagen soll dazu. Und ja, also wer halt Ruhe sucht, der ist hier auch ein bisschen fehl am Platz, weil hier ist halt direkt ein Militärflughafen oder halt ein Militärübungsfeld generell. Die halbe Insel ist, gehört dem Militär. Von daher ist es halt durch die Hubschrauber ein bisschen lauter, was uns jetzt aber hier nicht stört. Aber das mit dem Wasser finde ich schon ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber ansonsten ist es richtig, richtig schön und wir freuen uns gleich auf den Sonnenuntergang, weil ich glaube, der sieht mega cool aus. Ja, genau. Wir wollten ja jetzt den Sonnenuntergang gucken. Ein bisschen was habt ihr jetzt gerade auch schon eingeblendet bekommen. Und ich habe mir richtig viel versprochen davon, weil auf Google-Bildern sieht es hier so schön aus, der ganze Strand. Ja, ich zeige euch. So schön der Sonnenuntergang hier. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was wir gerade sehen. Der ganze Tag, ne? Am ganzen Tag war blaues Wetter. Blaues Wetter. Blauer Himmel, meine ich. Keine einzige Wolke, ne? Mhm. Ich zeige euch jetzt, wo die Sonne ist. Ja, irgendwie fühlt man sich hier wirklich ein bisschen wie im Wilden Westen, so wie Jenny schon gesagt hat. Die ganzen alten Häuser, die man hier stehen sieht, erinnern alle so ein bisschen ja, daran, wie wir uns zumindest im Wilden Westen vorstellen. Alles irgendwie.